Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Montag soll es Rippchen geben. Das heißt, ich habe mir welche besorgt beim Metzger meines Vertrauens. Die werde ich jetzt zubereiten und wie ich das genau mache, das zeige ich euch jetzt. Ich habe zum Geburtstag damals ist schon ja, fast ein halbes Jahr her, Dieker Apfel bekommen. Das ist Grevengewürz, das ist aus einer Stadt hier in der Nähe, in der Ecke, Grevenbruch. Da gibt es das Schloss Dick, da ist ein ja, Kloster, da sind diverse Apfelplantagen und die, mit denen arbeiten zusammen. Da sind also sozusagen frische Äpfel drin. Ich habe das also schon ein paar Mal benutzt, wenn ihr das aufmacht. Das riecht nach frischem Apfel, das ist einfach brillant. Selten etwas Leckereres gerochen. Das Ganze werde ich nachher, damit werde ich die Rippchen rubben. Und ich habe mir die 6 Schälrippen besorgt, sollten 6 sein, ich habe sie jetzt nicht nachgezählt. Ganz wichtig, erstmal die Silberhaut abziehen. Dadurch, dass ihr alle wisst, wie es geht, werde ich es nur noch grob erklären. Also sprich hier mit dem Löffel unter die Silberhaut drunter, schön entlang. Wie ihr wisst, ich bin da nicht so der Riesenkünstler drin, das Ganze abzumachen. Aber hier, die scheint jetzt ganz gut zu funktionieren. Nehmen, runter, fertig. Mehr ist es gar nicht. Das machen wir jetzt mit allen. So, bei 2 habe ich die Silberhaut nicht abbekommen. Da habe ich sie einfach dann nur zerschnitten in kleine Stücke. In der Hoffnung, dass man es dann nicht so sehr merkt. Stört aber wahrscheinlich gar nicht so sehr. Bei allen anderen ist die Silberhaut sehr gut abgegangen. Weiß jemand, warum das schon mal passiert, dass die Silberhaut sich ums Verrecken nicht lösen lässt? Schreibt es mal in die Kommentare. So. Oh. Dann schön hier drauf. Großzügig verteilen. Ja, das war zu großzügig. Ein bisschen andrücken. Seite. Einmassieren. Ränder. So, und dann zack. So. Gucken wir mal, wie viele wir in einen Kübel reinkriegen. Ich befürchte, nicht mehr als 2. Ja, 2 Stück. Die gehen jetzt bis Montag in den Kühlschrank, dann hole ich sie raus und dann werden die gesmoked. Und wie das geht, zeige ich euch dann. So, die Rippchen sind in meinem Portlet. Unten habe ich Wasser mit reingetan, 2 Liter, um das Raumklima zu halten und damit die Temperatur nicht reingeht. Ganz unten, das mache ich jetzt nicht auf, habe ich das Fach mit Räucherchips voll gemacht. Das sind die, die Birkenräucherchips von dem Steffen Hensler aus. Hier von Feinkost Albrecht. Hatten ihn als Restposten da, verhökern die momentan für 1 Euro. Und habe ich gesagt, für 1 Euro nehme ich mir den Dreck mit. Nein, das ist ja kein Dreck. So viel falsch macht man da gar nicht. Ich persönlich halte die für zu dünn geschnitten. Aber wie gesagt, für 1 Euro stört mich das nicht. So, das heißt, die Dämmphase beginnt. Quatsch, die Dämmphase. Die Räucherphase beginnt jetzt 3 Stunden. Danach noch 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr dämpfen. Und dann sind wir auch schon fertig. Wie gesagt, Barbecue, da braucht man Zeit für. Und die habe ich heute. So, 3 Stunden später. Ich habe unten
die Schalen rausgenommen, damit diese oben ein bisschen mehr Temperatur reinkommt. Hier habe ich eine Schale, eine Form mit Apfelsaft drin. Darauf den Rippchenhalter, sodass er nicht im Apfelsaft steht, sondern darüber schwebt. Das Ganze schön in Alufolie eingepackt. Jetzt kann es losgehen. Ich habe sie jetzt nach der 3-3-0 Methode gemacht, nicht glasiert. Ganz einfach Hintergrund. Ich habe dummerweise nur scharfe Soße da. Scharfe Soße mag die Hälfte der Familie nicht. Das heißt, man kann die gleich dippen. Also lösen tut sich hervorragend. Einmal Test essen. Also hier das dicke Apfelgewürz, einfach genial. Wenn euch die Rippchen genauso gut gefallen haben, wie sie mir gerade schmecken, lasst mir einen Daumen nach oben da, hinterlasst mir wohlwollenden Kommentar und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Tschüss!